Wunderbar. Gut, ich weiß immer noch nicht, wo wir dieses Rezept herkriegen. Gut, nun, was soll ich mit den ganzen Ringen? Ich brauch doch kein Mensch. Viele Ringe kann kein Mensch im Leben tragen. Okay. Nur Überreste. Feuersteine brauchen wir nicht, davon haben wir mehr als genug. So. Da ist der Spiegel. Können wir den Seherstein mitnehmen, ja. Dass ich den Stein triss und zu Leuwarden bringen. Okay. Hier hatten wir auch schon geguckt. Hier ist auch noch was. Und raus mit uns. Oh, noch mehr Salamandra. Genau, pinke da erstmal hin. Es passt ja. Das war seine letzte pinke Pause. Fällt erstmal in Ohnmacht. Sieht böse aus. Ah, nee, ist ganz lieb. Der von dir, oder? Ey, ich bin nicht böse. Nicht immer. Guck, der lächelt. Kennt mich? Nein, ich bin's. Ich bin es, Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Jop. Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Echt? Ich werde euch helfen, den Werwolf-Zauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, die Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Was denkst du? Weißwein trinke ich gerade.
Mit Wasser vermischt. Also, ja, Weißweinschorle. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer, im Gegensatz zu euch. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Weißwein mit Wasser, richtig? Ja, das nennt man Weißweinschorle. Kennst du das nicht? Früher, wo ich ein Praktikum in der Gastronomie gemacht habe, da hatten wir einen Gast, der hat immer Weißweinschorle getrunken. Ich dachte immer, das schmeckt richtig ekelhaft, aber es ist lecker. Irgendwas ist bei dir schiefgelaufen. Oh, bei mir ist eine ganze Menge schiefgelaufen, davon mal ganz abgesehen, aber das ist echt lecker. Musst du mal probieren. Also ich weiß nicht, ob Weißwein überhaupt dein Ding ist, aber es ist lecker. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben das Biest, Schloss und Schlüssel. Ich mische niemals Alkohol mit Wasser. Nee, kenne ich nicht. Solltest du trotzdem mal probieren. Es muss ja nicht viel Wasser sein. Also ich find's echt lecker. Aber ansonsten, nee, Alkohol an sich würde ich auch niemals mit Wasser mischen. Aber das... Es ist lecker. Meine Mutter würde dazu sagen, das trinken nur alte Leute, aber... Ich habe das mit meinen Mädels früher vor Corona immer getrunken. Als man sich noch treffen konnte und noch ordentlich feiern konnte. So. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass wir... Oder ob ich in meinem Lager noch diesen einen... Eine Schriftrolle das habe. Gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Will ich das wissen, Versteck was im Keller von ist? Vincent dem Werwolf. Ah. Hält er sich für einen Superhelden? Scheinbar. Waffen. Kellergang auf jeden Fall. Nein, dass du früher sagst, zeigt, dass ich bin ein alten Gott. So alt bin ich gar nicht. Das ist jetzt tatsächlich ja schon fast zwei Jahre her, dass man, na gut, ja ein Jahr und ein paar Monate, dass man sich so das letzte Mal richtig treffen konnte. Ich glaube, richtig gefeiert. Ja. 2019. Dezember 2019. Es ist schon, ja. Etwas her. Da kann ich auch ruhig sagen, damals oder früher. Vincent gibt es in Vampires dann auch. Okay. Auch als Werwolf oder als was anderes? So. Wo bin ich eigentlich jetzt hier? Da hinten. Gut, dann brauchen wir ja nicht so weit laufen. Oh, noch mehr Ertrunkene. Kommt her. Ihr seht alle aus wie so kleine Gollums. Gollum mit Flossen. So. Hier auch noch ganz viele Leichen. Tote Leichen. Mhm.
Dann hoffen wir. Weil nee, Triss wird nicht zu Hause sein. Gehen wir einfach mal in die Taverne und legen uns da mal hin. Kikimore, lass mich in Ruhe. Doch, ernsthaft? Ist das dein Ernst? Muss das sein? Wir sehen halt den Kurs gegen die Vampire geleitet hat. Ah, okay. Wie kann man nur gegen Vampire sein? Schankwirt da. Schankwirt, der selber am Saufen ist. Ein seid gegrüßt. Kann ich euch. Ja, ich möchte einmal in mein Lager gucken. Die haben aber tatsächlich keinen. Haben wir nie bekommen. Bischofsrolle Schwalbe. Wir haben das Ding nicht bekommen. Ja, Vampire töten Menschen. Ach. Aber nur über hinwegsehen. Also einmal seid ihr, kann ich? Ja, ich brauche ja. 5 Ohren, die kriegst du. Petfried? Also den Namen hätte ich ja schon ändern lassen. Petfried. Wenn man sich denn Fettfried nennt. Wie kann man sein Kind Fettfried nennen? Ja gut, schlank ist er auch nicht, okay. Ja. Schlag mich, ihr Memme! Mich ja. Hat es jemanden zu schlagen. So, das heißt, wir könnten, glaube ich, jetzt einmal mit Carmen reden. Oder? War das so? Mit Carmen? Ja. Mit Carmen. Das war das Ding mit den Zähnen. Ich kenne einen Hans Bauer. Ja, gut. Ja. Auch ein schöner Name. So, Carmen. Vom Regen Carmen ist auch ein wunderschöner Name. Oh, wir waren ganz, ganz früher mal, das war, glaube ich, in der 9. Klasse, waren wir mit unserem Jahrgang in der Oper. In dem Stück Carmen. Ja, Opern sind nicht so mein Ding. So wirklich nicht. Das war einfach nur schrecklich. Zum Hans Bauer, dass das auch ein sehr, sehr schöner Name ist. Das hatte ich da eben noch zu gesagt. Das andere weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch, da vom Hans Bauer kam ich dann auf Carmen zu sprechen. Carmen und wo wir damals in der Oper waren, die auch Carmen hieß. Dass das auch ein wundervoller Name sei. So. Was ist das? Leise? Ich glaube kaum, dass ich Blattläuse mit mir rumschleppe. Die Lehrerin hatte mal gefragt, wie ich hieß. Er sagte Hans Bauer. Und die Lehrerin wurde voll wütend, weil sie dachte, er verarscht sie. Nein, nicht ernsthaft. Oh Mann. Ja gut, aber das ist echt so ein Name, wo man echt jemand verarschen könnte. Aber wenn man dann wirklich so heißt... Ach, ja gut. Schon scheiße. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Also manchmal frage ich mich, ob die Leute das Spiel selber getestet haben. Weil sie erst den ganz, ganz alten Dialog genommen haben
Und dann den neuen, der eigentlich zu dem davor überhaupt keinen Sinn ergibt, weil erst sagt er, oder erst heißt es, ja, nee, ne? Wie heißt er denn? Und dann heißt es, ja, ich weiß es doch, wie der heißt. Gut, altes Spiel. Es ist ein älteres Spiel. Aber von 2007, so alt ist es aber auch nicht. Also manche Sachen stören mich hierbei an diesem Spiel. Nur manche. Aber das passt. Ich kenne ein älteres Spiel. Ja, ich kenne noch ältere Spiele. Ich kenne auch noch welche aus den 80ern. Also. Ich weiß gar nicht. Na, ich glaube, das älteste Spiel, was ich besitze, ist von 82, glaube ich. 82 oder 83. Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich hole einige Blätter Hundspetersilie. Ich warte auf jeden Fall die alten NES- und SNES-Spiele. Da besitze ich welche von. Die stehen da in dem Regal drin. Alles da. Welche das jetzt genau sind, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Meine Spielesammlung ist so groß, ich weiß, außer meiner Lieblingsspiele weiß ich eigentlich fast gar nicht mehr, was ich besitze und was nicht. Ich habe so, ja, 500, 600 Spiele. Die stehen da noch nicht mal in einem Regal, die stehen teilweise noch da. Da hinten sind noch welche. Ich habe ein Spieleproblem. Eine Sammelsucht, wir nennen es eine Sammelsucht. Spielproblem klingt sehr dramatisch. Es ist eine Sammelsucht. Die Hälfte meiner Spiele habe ich nie gespielt, aber ich wollte sie unbedingt haben. Ich muss sie einfach besitzen. Egal, ob ich sie jemals spielen werde oder nicht. Ich muss sie einfach haben. Ich habe sogar alte Gameboy-Spiele, wozu ich noch nicht mal einen Gameboy habe. Ich hatte noch nie einen Gameboy und ich besitze Gameboy-Spiele. Ein echter Wolkenbruch. Ja, ich habe ein Problem. Ich muss zur Suchtberatung. Ich habe ein ganz, ganz gewaltiges, ernstes Sammelproblem. Du hast dein Spiel geguckt. Ja, wir bleiben bei Sammelproblem. Also bei einer Sammelleidenschaft. Da bleiben wir mal bei. Das klingt besser. Nicht ganz so dramatisch. So, was sollten wir denn jetzt hier... ihre 5 Blätter Hundspetersilie zu bringen. Haben wir das nicht? Haben wir keine 5 Blätter Hundspetersilie? Nein, wir haben nur 4. Das Spielproblem klingt so nach Casino. Ja, da war... Wobei, doch ein einziges Mal in meinem Leben war ich tatsächlich in einem Casino. Ich habe aber nicht gespielt. Ich habe meiner damaligen besten Freundin dabei zugesehen. Wir waren nämlich gerade... ne, alt genug gewesen, dass wir da gerade reinbuchten zum Geburtstag von ihr. Und ich stand da tatsächlich einfach nur neben und dachte so, ja, was soll ich hier? So. Ich war dann die ganze Zeit mit ihrem Cocktail da gesessen hat und einfach nur meiner Freundin und einer anderen Freundin zugesehen hat, wie die eine, ja, da im Casino rumgehockt haben. Und ich dachte so, ja, gut, so, was mache ich jetzt hier? So, überhaupt kein Interesse dafür gehabt. Du hast deine Freundin beim Spielen zugesehen, kann man das falsch verstehen? Nein. Nicht das Spielen. Nicht das. Spielen an diesen Spielautomaten. Gut, kann man auch falsch verstehen. Könnte man auch falsch verstehen. Eigentlich kann man alles irgendwo irgendwie zweideutig sehen oder falsch verstehen oder... wenn man wirklich so jedes Wörtchen auf die Goldwaage legt. Das kann mein Freund zum Beispiel ganz gut. Egal, was ich sage, er kann das immer so umdrehen, dass es einmal komplett falsch klingt, wo du dir dann auch so denkst, nein, das habe ich nicht damit gemeint. Das wollte ich damit nicht aussagen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Aber, naja. Aber nee, in dem Fall waren es tatsächlich nur die Spielautomaten. Ich weiß gar nicht mehr... war irgendein Kartenspiel, was die da drin gespielt hätten, in diesen Automaten.
Ja, das übersteigt mein Interesse. Nee, war nicht meins. Was ich jetzt Transportdienstleistungen, günstig wie nie. Da gab es ja so viel. Bringt mich auf die andere. Die Zeit ich weiß doch noch, als wir dann da reingegangen sind, ich tatsächlich so dieses kleine Mäuschen und dachte kann's so, losgehen? Ich will da nicht rein. Das war bis vor ein paar Monaten noch verboten. Nein, da will ich nicht rein. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Tetra, machst du das Kartenspiel aus Final Fantasy? Gott, aus welchem denn? Teil 9? Vielleicht? Aus welchem Teil? Ich habe die Minispiele halt zu selten gespielt. Deswegen. Das Einzige, was ich je gespielt habe, war Blitzboy in Teil 10. Das habe ich gespielt. Aber sonst, andere Minispiele kenne ich tatsächlich gar nicht so. Aus Final Fantasy. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Ich schäme mich selber in Grund und Boden. Neun Jahre musst du aber auch Hauptsäubelding spielen. Okay. Wahrscheinlich ist es bei mir einfach links rein, rechts wieder raus. Ich habe ja 9 bis zu einem gewissen Punkt gespielt damals. Also, was heißt damals? Vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, war das auf YouTube. Da hatte ich das ja ein bisschen gespielt. Aber ich kann mich tatsächlich nicht an dieses Spiel erinnern. War das das mit diesen, wo an diesen Karten so komische Ecken waren? So, wo mal an der oben rechts so blau war und dann in der Mitte auch noch ein paar blaue, das dann so zusammenpassen musste? War das das? Ja, genau. Okay. Ja, gut, dann dämmert es mir so leicht, aber... Nee. wenn, habe ich es wahrscheinlich nicht gerne gemacht. So, wo finde ich jetzt hier Hundspetersilie? Hundspetersilie. Gefunden. Der einzige Grund, warum ich hier jetzt noch in diesen Sumpf gegangen bin. So. Ein wunderbarer. Ja? Ja, ich weiß, dass mir das gerade bei Steam da. Ich komme nur. Ah doch, jetzt komme ich hier raus. Ach, das Ding, ja. Ja, okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Das mochte ich nicht. Das mochte ich nicht. Ah. Sie ist aufgebaut, meine Statistik. Alter. Du bist doch irre. So. Jetzt aber wieder rein switchen. Lang dürft bei mir. Ja, aber wirklich. Also ich glaube, bei mir könntest du das einmal umdrehen, statt der Siege das bei den Niederlagen hinschreiben. Und dann glaube ich nicht nur 482, sondern um die 1000 bei Niederlage. Ich habe das irgendwie, ich habe es nicht gereiht. Also wenn ich im Let's Play oder im Stream nochmal so weit sein sollte, darfst du mir auf jeden Fall gerne mal bei helfen und mir das ordentlich erklären? Wer möchte damit übersetzen? Ich das vielleicht auch in den Genuss komme, das zu verstehen. Was wollt ihr? Das war nur mein kleiner Account. Pass mal auf, wenn ich endlich streame, was denn da steht. Oh. Also wenn, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Wohin fahrt ihr? Schaue ich mir auf jeden Fall von an. Von Visima zu den Sümpfen und wieder zurück. Bringt mich auf die Seite. So. Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Immer diese gleiche Leier hier. So, und das Ganze nur, um diesen Hundspetersilie zu haben. Kurz in der Küche trinken und verdursten sonst doch. Ja, das wollen wir ja nicht. Das mit dem Verdursten kenne ich selber. Die Straßen werden nass. Ich war eben auch ganz kurz nochmal auf dem Klo, wo ich ja in der Pause war. Da habe ich mir dann auch schnell noch mal was zu trinken geholt.
Carmen, wir kommen. So. Meine Verdurste kennst du, daher warst du da auf dem Klo. Ah, ja. Weiß ja nicht, was du so trinkst. Falls du gedacht hättest, ich trinke Klowasser, nein, das tue ich nicht. Auch wenn es vielleicht gerade so klang. Aber nee. Aber es bietet sich halt immer an, wenn ich in die Pause gehe und aufs Klo gehe und wenn ich dann vom Klo wiederkomme, dass ich dann kurz nochmal in die Garage gehe und da mal trinken raushole. Was Cola sein kann, also Cola Zero, Energy Zero, O-Saft, Eistee, Weißweinschorle oder ganz normaler Weißwein. Ja? Das sind eigentlich so die Sachen, die ich in meinem Stream trinke. Also Wein eher weniger, das ist immer Freitag, Sonntag so, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Aber alles andere trinke ich eigentlich regelmäßig. Alles, wo kein Alkohol drin ist, trinke ich regelmäßig. Ja, mit Weißwasser, mit Klowasser. Nein! Kein Klowasser! Bah! Ich kann nie wieder meinen Weißwein trinken. Mit Wasser. Na doch, kann ich aber. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Bitte demnächst bei Kampf vorbeischauen und sehen, ob die Medizin gewirkt hat. Ja, das sollten wir tun. Huch. Können wir das nur jetzt mein schon? Mann zählt okay. Jetzt noch. Nee, können wir jetzt noch nicht. Dann. Ja, so Leuwarden, ne? Chris und Leuwarden. Klar, die Klatschschreiber stehen alle unter dem Dachvorsprung hier. Damit sie ja nicht nass werden. Sie sind ja alle aus Zucker. Schade, hier dampft es gerade nicht. Weil manchmal steigt hier so ein bisschen Dampf auf. Von den toten Leichen. Steht Vincent hier? Ja, Vincent ist da. Okay, aber lebt Vincent wo? Sagt uns nichts Großartiges. Dann können wir auch einfach hier rüber gehen. Ja, yeah, das Trinken gieße ich mir gerade ein. Aber du kriegst nichts von ab. Herr Wache. Die sind im Dienst. So. Dieser Minnesänger war sehr attraktiv. Okay. Oh. Stimmt, Triss war ja da unten. Mit ihr reden wir mal als erstes. In der Hoffnung, dass es klug ist, mit ihr als erstes zu reden. Seid ihr Kreis in diesem Ding? Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie das Ende von Kapitel 3 ist. Ich weiß, wo wir in Kapitel 4 sind. Ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen. Hallo, Alvin. Wo ist deine Ziehmama? Da ist Triss. Hallo, Lüle. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Hört, ich... Gerald... Okay, da hat sie nicht mehr weiter zu sagen. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Gerald, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt Spuren aller Sendungen. Soll heißen? Mit etwas Glück können wir das Versteck der Salamandra finden.
Ah ja. Sprechen wir mit Leuwarden darüber. Okay. Aber wir können uns einmal unsere neuen Talente aneignen. Stufenaufstieg, sehr schön. Jetzt wie gesagt erstmal gucken, wo wir hier die erste Reihe noch nicht haben. Vollständig haben. Hier haben wir vollständig, hier auch. Da auch. Da. Okay. Die erste Reihe haben wir überall vollständig. Jetzt gucken wir bei der zweiten Reihe. Also bis auf hier natürlich. Da brauchen wir bestimmte Zutaten für. Zeichenintensität. Machen wir das hier auch mal. Faden. Und ich leg gerade schneller Stahl. Nee, hier nicht. Dann möchte ich eigentlich auch ungern. Blendenresistenz. Und Stufe 24 sind wir bereits. Okay. Blendet in der Nähe befindliche Gegner. Macht versteckte Gegner sichtbar. Machen wir auch einmal. So. Jetzt schlafen wir einmal über das Gelernte. Willkommen zurück. Okay, wo war Leuwarden? Leuwarden war da hinten. Ich bin sehr klug. Das ist schön, dass du sehr klug bist. Würde ich der Wache aus dem Weg gehen? Okay. Dann müssen wir jetzt Leuwarden berichten, was dieser Stein tut. Oder was er halt auch eben nicht tut. Vielleicht hat er uns ja ein bisschen was zu sagen dazu. Vielleicht finden wir endlich das versteckte Salamandra heraus. Leuwarden, wo seid ihr? Da hinten. Überflüssiges Gefühl. Könnt ihr nicht einfach mal in einem Raum bleiben? Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Mhm. Okay. Die Ermittlung abgeschlossen. Okay. Wir müssen entweder mit Wirbeln und seinen Elfen oder Siegfried reden. Ja. Das macht das Ganze nicht einfacher, ne?